haben wir mit Lektion Nummer 6 fort. Wir nennen euch eure Untertanen. Untertanen? Was für Untertanen? Das ist jeder außer euch. Aber die Ponys und die Elfen sind nicht meine Untertanen. Sie sind meine Freundinnen. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin. Eine Prinzessin hat keine Freundinnen. Oh, wie traurig. Natürlich habt ihr Freundinnen. Nur sind sie euch nicht ebenbürtig. Wer gezaubert wird, es ist an der Zeit zu lernen, was es bedeutet, eine Prinzessin zu sein. Hopsasa, tralala, Kammerzofen, es kann losgehen. Du musst wirklich sein und ganz vornehm sein, voller Hand immer zu. Hinaus, setz ein Lächeln auf, denn die Welt schaut dir mit großen Augen zu. Popo, du machst das toll, du bist ganz wundervoll, du bist Prinzessin auf den Tod. Was für ein Tor hast du niemals gesehen, was wir haben, denn die anderen sind ja die Kuchen. Und hier fliegen alle Herzen sofort zu. Halt nur die Krone schief oder den Schweiß zu tief. Du bist ein Fremder für du. Komm hoch, du machst das toll. Du bist ganz wundervoll. Du bist Prinzessin auf mich. Mach ein so gewiss nicht, damit sie sofort versteht, wie wir sie lieben, die Prinzessin auf dem Tuch. Die ist und wurde kann ein Schöpfer im ganzen Land verteilen, denn er ist die Prinzessin auf dem Tuch. Du musst langsam gehen und voll Würde stehen, kein Gehirn, sein ganz Deutsche kann das tun. Wundervoll im Winter, es wird nicht voll weit von dir, wird es denn du, wenn du. Mach uns in unser Land begrüßt, denn herzlich sei, du bist ein bisschen auf mich zu. Du bist ein bisschen auf mich zu. Ich gieß mal deine Sonnenblumen. Ah, du kriegst ja die Tiefenblumen.
Prinzessin, ich verstehe, ihr seid diejenige, die mich verstehen. Prinzessinnen schnuppern nicht. Prinzessinnen gießen keine Blumen.